So, liebe Leute, ich freue mich, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute Nacht ist Themennacht und unser Thema heißt, ich soll schuld sein. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die sich zu Unrecht beschuldigt fühlen. Zu Unrecht beschuldigt fühlen, vielleicht am Tod des Partners. Zu Unrecht beschuldigt fühlen an der Krankheit oder an der Behinderung eines anderen Menschen oder an einem Unfall oder an einer gescheiterten Beziehung. Also wer von euch fühlt sich zu Unrecht beschuldigt und sagt dann, ich soll schuld sein. Aber ihr seid gar nicht schuld. Ihr seid zu Unrecht beschuldigt. Man gibt euch die Schuld, obwohl ihr überhaupt nicht zu verantwortlich machen seid für das, was geschehen ist. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Mein erster Anrufer, das ist die Bärbel. Bärbel ist 51 Jahre alt. Hallo Bärbel. Hallo, guten Morgen. Schön, dass du da bist, Bärbel. Ja, ich freue mich auch. Ja, du hast dich auch zu dem Thema gemeldet, ich soll schuld sein. Ja, ich soll schuld sein am Freitod meines Lebensgefährten. Mhm. Wir waren also 10 Jahre ein Paar. Ja. Ich habe 9 Jahre allein gelebt, über 9 Jahre. Vorher. Ja, und er hat mich dann immer gedrängt, zu ihm zu ziehen. Ich habe gemeint, nach so langer Zeit kenne ich ihn. Mhm. Ich mache es. Ja, und dann fängt der große Trouble an, kann ich mal sagen. Moment, ihr wart 10 Jahre ein Paar. Mhm. Und wie lange habt ihr zusammen gewohnt? Ja, zusammen gewohnt haben wir letztlich nur ein halbes Jahr. Ach so, verstehe. Wir haben uns sonst nur im Urlaub gesehen, an Wochenenden, am Feierabend und so weiter. Mhm. Wann hat dein ehemaliger Partner sich das Leben genommen? Das war im März 2004. Mhm. Jetzt hast du sollst angeblich schuld sein am Tod, ja, am Freitod des Partners. Inwiefern? Mit dem Einzug bei ihm hat er mich sehr drangsaliert. Ich konnte meinen freien Willen nicht mehr ausüben. Er hat mich zuletzt sogar eingesperrt. Er hat mich körperlich misshandelt auch. Und ich habe es dann einfach nicht mehr ausgehalten. Ich habe eine Gelegenheit genutzt, um zu entkommen und bin dann ins Frauenhaus gegangen. So schlimm war es. Es war wirklich die Hölle die letzten Wochen, muss ich schon sagen. Ich habe dann, er hat der Ausweis, Bankkarte, alles eingesteckt. Ich habe dann 2-mal bei ihm angerufen, hat gesagt, du bekommst alles wieder, wenn du zurückkommst. Hm. Ich habe gesagt, ich mache es nicht. Hm. So ja, das Ende vom Lied. Nach 2 Wochen im Frauenhaus bekam ich einen Brief seines Bruders mit seiner Todesnachricht. Das war natürlich ein harter Schlag, ne? Das wollte ich nicht. Er hat sich das Leben genommen. Wie hat er sich das Leben genommen? Mit Tabletten und Alkohol. Das war so eine Mischung, die tödlich war. Ja. Und hat er auch noch einen weiteren Brief hinterlassen, in dem er dir die Schuld gibt an seinem Tod? Das heißt, Brief ist zu viel gesagt. Es stand nur ein Satz drin. Du hast mich getötet, Bärbel. Den Zettel habe ich dann gefunden bei der Wohnungsauflösung. Mhm. Und bei der Trauerfeier hatte der Pastor dann gesagt, und das höre ich noch immer, als Bärbel ging, war Arnes Leben zu Ende und alle Leute haben mich angeguckt und ich wusste nicht, wo ich abbleiben sollte. Ich hätte im Boden versinken Das hat der Pastor gesagt? Mhm. Bei der Trauerfeier? Bei der Trauerfeier. Als Bärbel ging, war sein Leben zu Ende? Mhm. Das heißt, der Pastor auf der Trauerfeier hat dir die Schuld zugesprochen? Ja. Das ist ja ein starkes Stück. Er hatte kein Trauergespräch mit mir geführt, ne? Nur mit der Mutter des Verstorbenen. Und ja, die hat ihm das wohl so eingegeben. Ne? Ja, aber er hätte sich neutral verhalten müssen. Das ist seine Pflicht. Das ist wirklich seine Pflicht. Ich habe leider nicht die Kraft gehabt, ihn nochmal anzusprechen darauf. Ich war einfach nur maßlos enttäuscht. Ja, sicher in der Situation. Ist es denn jetzt auch so, dass die Verwandten von ihm dir ganz massiv die Schuld zuweisen? Die haben sich so gar nicht mehr weiter bei mir gemeldet. Nur ich habe noch ein Gespräch mit der Mutter nach der Trauerfeier gehabt. Und da hat sie auch gesagt, Arne hatte ja große Fehler. Ich nehme dir nicht übel, dass du gegangen bist. Nur du hättest mir sagen müssen, dass du nicht zurückkehrst. Dann wäre ich zu ihm gefahren und dann würde er heute noch leben. Also doch wieder eine schwere Schuldzuweisung. Das ist ja eine sehr, sehr dramatische und schlimme Geschichte. Dramatisch insofern auch, dass du diesen Mann 9 Jahre lang kanntest und es 9 Jahre gut gegangen ist.
Naja, mehr oder weniger gut. Ich denke heute, dass er schon länger tablettenabhängig war und dann auch sich in seinem Wesen verändert hat. Aber das war so schleichend. Dass aber er hat dich in diesen 9 Jahren gut behandelt. Ja, er hatte sehr gute Seiten, das muss ich ohne weiteres sagen. Und ihr habt euch an den Wochenenden getroffen, in Urlaub gefahren? Ja. Und oft telefoniert? Ich bin jeden Abend quasi auch bei ihm gewesen, bin erst morgens wieder losgegangen. Ne? Aber meinst du, ist es nur mit diesen Tabletten zu erklären, dass er schlagartig in dem Moment, wo du zu ihm gezogen bist oder wo ihr zusammengezogen seid, dass er sich da so verändert hat? Ich habe das nur so mitgekriegt, dass er mich total vereinnahmt hat. In dem Moment? Dass er mich gar nicht mehr aus der Wohnung lassen wollte. Er war total misstrauisch. Er wollte mich nicht mehr einkaufen lassen. Dann wollte ein Freund mitgehen. Ich habe ihm nie irgendwie einen Anlass gegeben, da was zu vermuten. Oder er hätte ja früher, als ihr getrennt gewohnt habt, noch viel mehr vermuten können, dass du irgendetwas machst. Ja. Warum dann gerade in dem Moment, als du eingezogen bist? Ja, also ich habe auch mit Ärzten darüber gesprochen und letztlich war auch ein Arzt, der ihn sehr gut kannte, der weiß da keine Antwort drauf. Mhm. Und ich habe da heute noch dran zu kauen und denke jeden Tag daran. Ja, sicher. Naja, klar. Du sagst, er hat Tabletten genommen. Hat er Psychopharmaka genommen? Er hat die von 2 Ärzten geholt und nicht mal die Krankenkasse hat da ein Veto eingelegt. Das sind so viele Sachen, die ich nicht verstehe. Aber hat er dich, das habe ich jetzt gerade, als du es am Anfang erzählt hast, nicht ganz mitbekommen, hat er dich auch geschlagen und misshandelt? Zum Schluss ja. Zum Schluss ja und eingesperrt. Deshalb, das war der Grund, warum ich dann auch geflüchtet ins Frauenhaus gegangen bist. Nun wirst du beschuldigt, dass du am Tod, dass du Verantwortung trägst. Ich mache mir selbst große Vorwürfe. Das wollte ich jetzt fragen. Machst du dir wirklich Vorwürfe? Ja, ich sage, er war ja irgendwie nicht mehr klar im Kopf. Ich hätte ihm beistehen müssen und irgendwelche Therapie mit ihm anfangen oder sonst was. Aber ehe eine Frau ins Frauenhaus geht, ich glaube, dann muss schon so viel passiert sein. Da muss eine Frau in einer solchen Not sein, dass sie immer Recht hat. Und dass man von einer Frau, die ins Frauenhaus geht und die das erlebt hat, was du erlebt hast, man nicht noch verlangen kann, dass sie noch rücksichtsvoll sein soll und sich in die Psyche des Täters hineinversetzen soll. Das kann man doch von gar keinem Menschen verlangen. Das kannst du von dir doch eigentlich auch gar nicht so im Nachhinein verlangen. Ich fühle mich einfach schuldig. Auch jetzt, nach über 3 Jahren noch, ne? Es gibt also quasi keinen Tag nicht, wo ich mich nicht anklage und sage, du hast da was falsch gemacht. Ne? Dieser Mann hat dir ja zum Schluss das Leben zur Hölle gemacht. Dieser Mensch mag ja sein, dass er auch selbst in großer psychischer, seelischer Not war und Gefangener seiner selbst war. Das mag ja sein. Aber du wirst wahrscheinlich die Letzte gewesen sein oder wärst die Letzte gewesen, die ihm hätte noch helfen können. Meinst du? Das glaube ich ja. Wie du den Fall jetzt geschildert hast. Sehr stark, ne? Bitte? Ich zweifle da sehr stark, dass kann mich nur wiederholen. Du hättest den doch gar nicht mehr erreicht, wie der dich behandelt hat. Hättest du doch 10-mal sagen können, hier geh zu einem Arzt oder lass dich psychologisch betreuen oder weiß ich was. Der hätte dich doch gar nicht ernst genommen. Ja, sein Arzt hatte mich ja auch eindringlich gewarnt, zu ihm zu ziehen. Ach so. Er hat gesagt, der wird dich vollkommen vereinnahmen. Bleib in deiner Wohnung und so weiter wie bisher. Kennst du diesen Arzt privat? War das euer gemeinsamer Arzt? Ja. Und der hat zu dir gesagt, nicht in die Wohnung ziehen? Ja. Das heißt, der Arzt wusste schon sehr wohl Bescheid, was mit ihm los ist. Der hat mich wirklich gewarnt und ich habe das in den Wind geschlagen. Ne? Gesagt, wir kennen uns 10 Jahre, also nein, ich kenne ihn besser als du. Gut, dann trägt aber eher, würde ich mal sagen, der Arzt die Verantwortung für all das, was hinterher passiert ist, dass er ihn nicht, er scheint ja dann wirklich Einblick gehabt zu haben in seinen Zustand, dass er ihn nicht adäquat behandelt hat. Nicht du. Ja, wie ich jetzt auch drehe und wende, nichts macht ihn mehr lebendig. Aber ich denke dennoch, obwohl das alles mir klar ist, dass er viel falsch gemacht hat, habe ich dennoch einen wertvollen Menschen verloren. Dennoch einen wertvollen Menschen. Obwohl er dich so behandelt hat. Ja, das war das bittere Ende. Er war ja nicht immer so, sonst wäre ich ja nicht diese lange Zeitspanne mit ihm zusammen gewesen. Schon, aber es bleibt natürlich letztendlich dann zurück, wie jemand am Ende war zu einem Menschen. Kann
Kann man da die guten Zeiten einfach so vergessen? Nicht wirklich vergessen, aber ich glaube, oder dass die... Oder sagen, das zählt jetzt einfach nicht mehr. Jetzt bist du in Not, jetzt hau ich ab. Das werfe ich mir vor, ne? Aber nicht er war wirklich... Ja, er war vielleicht auch in Not, aber du warst genauso in Not. Und du bist nicht abgehauen, sondern du hast dich gerettet. Wer weiß, was passiert wäre, wenn du da geblieben wärst. Ja, das hat eine Psychologin auch gesagt. Es hat vielleicht noch ein böses Ende nehmen können. Wer weiß. Ja. Also wie man es dreht und wendet. Manchmal nützen solche rationalen Einschätzungen von draußen ja gar nichts. Wenn du das jetzt so empfindest, dass du eine Schuld hast, dann ist das halt so. Mhm. Aber ich finde, in dem Fall sollte man schon versuchen, da etwas dran zu ändern. Und das kannst du nur mit Hilfe einer Therapie machen. Hm. Du hast gerade von einer Psychologin gesprochen. Hattest du schon mal eine längere Therapie wegen dieser Sache? Ja, die hat sich so quasi die Zähne an mir ausgebissen. Die ist da nicht weitergekommen. Die hat so ähnlich geredet wie du eben. Ja. Das ist einfach abgeprallt an mir. Ne? Hm. Hm. Leidest du denn sehr an diesen Schuldgefühlen? Ja, doch. Es war auch schon so weit, dass ich sagte, ich folge ihm nach. So, ne? Aber... Nein. Aber das ist doch ganz schlimm, wenn sich das so weit entwickelt, Bärbel. Hm. Finde ich wirklich sehr, sehr, sehr schlimm. Dieser Mann hat dir sehr, sehr Schlimmes angetan. Sehr Schlimmes. Auch noch durch den Zettel, den er dir hinterlassen hat. Ja, er darf nicht bis heute dran. Ja, und er darf nicht noch im Nachhinein über viele Jahre Macht über dich haben. Er hat immer noch Macht über dich. Hm. Das finde ich schlimm. Hm. Ich würde gerne, dass du mit meiner Psychologin ein Gespräch führst, jetzt. Okay. Um zu überlegen, was man tun könnte noch. Ja, ich danke dir, dass du mir zugehört hast. Sehr gerne, Bärbel. Ich wünsche dir alles Gute und wir rufen dich jetzt zurück. Das heißt, meine Psychologin, die Heide, ruft dich zurück und toi, 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 dass du schaffst. Dankeschön. Ja, alles Gute. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, ich möchte jetzt gerne im Namen von ganz, ganz vielen Zuschauern und Zuhörern und im Namen meiner Kollegen, meiner Redaktion und auch ich möchte jetzt ganz, ganz herzlich der Sarah, mit der ich gestern lange telefoniert habe, zum Geburtstag gratulieren. Ich weiß nicht, ob sie uns zuschaut, ob sie uns zuhört. Sie ist ja sehr krank und liegt in einem Krankenhaus hier in Köln. Wenn sie uns zuschaut, wenn du uns zuschaust, Sarah, herzlichen Glückwunsch und alles Liebe und alles Gute von ganzem Herzen, von ganz, ganz, ganz vielen Leuten. Und ganz viele Leute denken an dich und ganz viele Leute haben Anteil an dir genommen nach unserem Gespräch gestern. Unser Mailfach ist hier übergequillt und den ganzen Tag haben sich so viele Leute gemeldet und haben nach dir gefragt und haben sich nach dem Fall erkundigt. Von all diesen Menschen ganz viel Kraft und ganz viel Liebes. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt geht's weiter mit unserem Thema. Das Thema heißt zu Unrecht beschuldigt. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die zu Unrecht einer Sache beschuldigt werden und vielleicht selbst ein wenig ein schlechtes Gewissen haben oder auch ganz empört sind und sagen, nein, ich habe damit doch gar nichts zu tun. Und trotzdem sagen andere Leute, du bist schuld daran. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Hier ist Eileen, stimmt das? Ja, hallo. Eileen, 33 Jahre alt. Genau. Eileen, schön, dass du da bist. Ja, danke. Schön, dass du da bist. Du hast dich zu dem Thema gemeldet. Ja. Für uns, warum? Ich werde beschuldigt, wenn die Ehe meines Ex-Freundes auseinandergeht. Wenn die auseinandergeht? Ja, wenn sie auseinandergeht. Also die ist noch nicht auseinander, aber da ist... Nein. Ist die Ehe deines Ex-Freundes. Ja. Wer beschuldigt dich? Der Freund von ihm. Von meinem Ex-Freund, weil ich zu ihm keinen Kontakt mehr habe. Moment, jetzt, ist das eine schwule Beziehung? Nein. Wo soll ich anfangen? Also, ein guter Freund deines Ex-Mannes beschuldigt dich. Ex-Freundes beschuldigt dich. Genau, der beschuldigt mich. Und zwar war ich mit diesem Mann vor seiner Ehe zusammen. Mit dem Freund? Mit diesem Mann, von dem die Ehe jetzt in der Krise ist. Ja, ja. Mhm. Und auch vor 7 Jahren, wir haben uns kennengelernt. Und ich habe mich direkt verliebt. Mhm. Nur er hat mich von Anfang an nicht akzeptiert, weil ich keine Jungfrau war. Mhm. Und er musste eine natürlich aus dem Dorf heiraten, er ist Türke. Mhm. Naja, und
Irgendwie sind wir dann auseinandergegangen. Er hat sie geheiratet und da sind 5 Jahre vorbei gewesen. Ich habe auch geheiratet, aber nicht aus Liebe, sondern um von ihm wegzukommen. Das hat natürlich nicht lange gehalten. Ja, und wir haben uns letztes Jahr im November wiedergesehen. Du und dein Ex? Ja. Mhm. Angeblich hat er mich auch nicht vergessen gehabt. Und ja, mittlerweile hat er 2 Kinder. Mhm. Wir sind halt im November zusammengekommen und ich bin kurz darauf schwanger geworden. Von ihm? Ja, von ihm. Das heißt, da ist ein Verhältnis wieder entstanden? Genau, genau. Mhm. Ich muss ihn teilen mit dieser Frau. Und ja. Ach so, das heißt, das Verhältnis besteht immer noch? Ja. Du hast ein Verhältnis zu deinem Ex. Und der ist aber noch verheiratet. Ja, ja. Und der Freund von deinem Ex beschuldigt dich, dass du die Ehe kaputt machst. Ja, das war das so, dass ich schwanger geworden bin. Ich war fast im 3. Monat. Mhm. Ich musste das Kind abtreiben. Du musstest das? Ja, weil von ihm. Von ihm aus? Ja, ja. Ich wurde bedroht, erpresst und sehr mies behandelt. Bedroht von ihm. Von ihm. Ja, von ihm. Weil von dem Ex. Familie, ja, seine Familie hätte das nie akzeptiert. Und er liebt seine beiden Kinder, er liebt zwar seine Frau nicht. Mhm. Aber ja, das wäre nicht gegangen. Und er hat mich seelisch sehr fertig gemacht. Ich wollte dieses Kind haben. Wieso habt ihr. Du wolltest ein Kind von ihm haben? Ja. Das heißt, du hast auch nicht verhütet? Nein. Mhm. Ja, ich weiß. Da bist du ganz... ganz streng, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich weiß, gut, das hat er noch gesagt. Er hört dich ja auch jede Nacht. Mhm. Er hat auch gesagt, hör mal, wenn er der Domian hören würde, ne, der wäre bei auf uns beide sauer. Mhm. Naja, auf jeden Fall war ich ja nicht die Einzige, ne. Er war ja auch mit dabei, hätte ja auch verhüten können, ne. Genau, er wollte auf jeden Fall kein Kind. Nein. Das heißt, er hätte auch verhüten können. Ja. Du wolltest ein Kind, bei dir war der Fall dann ein bisschen was anderes. Ja, ja, ich wollte das unbedingt haben. Naja. Aber so wie die Karle so sind, hat er gedacht, das erledigst du schon mit der Verhütung. Ja, das, ja, ja. Das hat er auch gedacht. Das, der hat danach erst gefragt, ob ich die Pille nehmen würde. Mhm. Und sagte, ja, und wenn es soweit ist, dann muss es abtreiben. Ne? Und ich habe damals natürlich ja gesagt. Ne? Ja. Wann war die Abtreibung? Vor 4 Monaten. Vor 4 Monaten. Das heißt, das ist alles noch sehr frisch. Das ist noch sehr frisch. Wie geht's dir denn jetzt 4 Monate nach dieser Abtreibung? Ich weine jeden Tag. Mhm. Also ich komme damit nicht klar. Mhm. Und aber du hast immer noch mit dem Mann... Nein, jetzt ich nicht. Ich habe seit dem 18. Februar keinen Kontakt mehr zu ihm. Er hat 2 Tage nach der Abtreibung, wollte er keinen Kontakt mehr haben. Mhm. Er hat mich während der Schwangerschaft als Memme betitelt. Als Memme? Ja, weil ich sehr krank war, jeden Tag zum Arzt musste und halt, ja, halt die Probleme während der Schwangerschaft und seine Frau wäre stärker gewesen. Und ich bin ja eh die Loserin. Fragt sich mal, wer da die Memme ist. Ja. Bei euch beiden. Ja, er hat, also, naja. Auf jeden Fall war er auch bei der Abtreibung dabei gewesen. Ach, er war dabei sogar? Ja. Und um das genau zu überprüfen? Ja, ja, ich musste mit ihm da hingehen. Er hat mich nie umarmt während der Schwangerschaft. Er hat gesagt, soll ich dich noch mit Liebe verwöhnen? Sag mal, Aline, das ist ja erschütternd. Warum hast du... Na, ich frage es erstmal, ich kann mir schon denken, warum, aber ich frage es trotzdem. Warum hast du nicht entschieden, du behältst das Kind und ziehst es alleine auf? Weil du Angst hattest. Ja, weil meine Familie auch dagegen war. Ich wurde beschimpft von allen. Achso, deine Familie war auch noch dagegen? Ja, ja. Also bist du von allen Seiten beschossen worden? Ja, ja, das wäre ein Bastard. Ein Hurensohn. Ist deine Familie, oder bist du auch stämmig, oder die Familie stämmig aus der Türkei? Mama, ich lebe mit meiner Schwester zusammen und 2 Tage bevor ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, ist meine Mutter zu Besuch gekommen, für 3 Monate. Mhm. Und ich konnte das halt nicht verleugnen. Ich musste jeden Morgen brechen, kotzen und jeden Tag beim Arzt ist das meiner Mutter aufgefallen und sie wollte sich nicht um meine Schwester. Meine Frage war, ob deine Familie auch aus der Türkei stammt. Ja, ja, ja. Mhm. Ach so, Entschuldigung. So, jetzt ist die Beziehung zu deinem Ex kaputt. Ja, ja, die ist er hat kaputt. Dir etwas sehr Schlimmes angetan. Er hat dich zu einer Abtreibung gezwungen, ja. Was sehr schlimm ist, finde ich, eine Frau zur Abtreibung zu zwingen. Ja. Ja. Finde ich ganz schlimm, gibt es gar keine Entschuldigung, keine Erklärung, gar nichts. Ist ein ganz schwerer Vorfall, finde ich. Ja,
Er hat mich auch an dem Tag nicht angerufen, wo ich die Augen aufgemacht habe, hat er zu mir gesagt, hör mal, jetzt bist du aber keine mehr in meinen Augen. Na toll. So, und dennoch wirst du jetzt noch beschuldigt von dem Freund deines Ex, dass du die Ehe kaputt machst. Ja, weißt du warum? Ich habe einen Brief verfasst, wo ich von A bis Z alles aufgeschrieben habe und das ihm nach Hause geschickt habe. Und das alles von A bis Z auf Türkisch. Und die Frau hat diesen Brief gelesen. Aber der Brief war an ihn gerichtet? Ja, sie hat ihn geöffnet. Und die Frau weiß jetzt Bescheid? Ja, und ich habe von ihm nichts gehört. Ich habe nur durch seinen Freund erfahren, dass die Frau diesen Brief gelesen hat. Hm. Und er hat mich beschimpft, was mir denn einfallen würde, ob ich denn jetzt glücklich wäre, wenn er jetzt auseinandergehen würde und er wäre allein und er hätte alles verloren, ob ich jetzt glücklich wäre. Sagt der Freund? Ja, hat der Freund gesagt. Von ihm habe ich nie wieder was gehört. Nie was gehört. War dieser Brief auch so ein kleiner Racheakt? Indirekt. Also ich habe die Frau nicht beschuldigt in dem Brief. Ich wollte ihr die Augen öffnen. Es war... Okay, vielleicht doch schon. Ich will ehrlich sein. Vielleicht schon. Und hast du ihn wirklich nur an den Mann adressiert oder an beide? Nein, ich habe ihn an ihn adressiert. Dann ist es ja schon merkwürdig, dass die Frau den gelesen hat, dass sie ihn aufgemacht hat. Ja. Eigentlich. Ja, und der kommt ja noch. Ich habe ihn ein paar Mal angerufen, weil ich einige Sachen gehört habe, wo ich ihn zur Rede stellen wollte. Und weil ich halt auch mit der Abtreibung nicht klar kam. Ich wollte einfach nur sehen. Ja, und das war wohl ein Fehler. Ich habe vorgestern Post bekommen von der Polizei. Nachstellung. Was? Also ich bin eine Stalkerin in seinen Augen. Ach so. Jetzt versucht er, dich fertig zu machen. Ja. Er wohnt 120 Kilometer weiter weg von mir. Ich habe kein Auto. Ich fahre kein Auto. Aber er hat doch gar nichts gegen dich in der Hand, außer diesem Brief. Ja, den Brief und ein paar SMS. Ich habe von ihm gar nichts. Ja. Also er war sehr clever. Jetzt würde ich an deiner Stelle ganz klug sein und wirklich gar nichts mehr machen. Ich habe nichts gemacht. Ich bin nur zum Anwalt gegangen. Du bist zum Anwalt gegangen? Ja. Ja, das ist gut. Ich habe erstmal bei der Polizei angerufen. Ich war total schockiert, wo ich deinen Nachnamen und meinen Nachnamen auf dem Brief von der Polizei gelesen habe. Ich dachte, oh Gott, bin ich jetzt eine Verrückte? Weil dann habe ich bei der Polizei angerufen und sagte, ja, sie hätten ihn tyrannisiert und ich wäre eine Stalkerin. Also, bei all deiner Verletztheit und Demütigung, all das hast du ja nun wirklich hammerdick abgekriegt. Ja. Glaube ich, ist das Allerbeste, erstmal Abstand zu diesem Mann zu gewinnen. Der hat dir viel, viel Übles angetan. Ja, ich habe auch einen Suizidversuch hinter mir. Ja, ich glaube das. Wenn du dazu gezwungen wurdest, wann war der Suizidversuch? Der war schon damals, 2000. Der war schon damals. Das heißt, ich hätte es fast vorgestern nochmal gemacht. Dieser Mann ist ein Fluch für dein Leben. Ja, das sagen alle seit 7 Jahren. Eileen. Jetzt musst du erstmal mit deiner Psyche klarkommen wegen der erzwungenen Abtreibung. Ja. Ich finde, das ist das Allerwichtigste. Ja. In der Hoffnung, dass sich die anderen Sachen dann auch regeln und du musst diesem Mann für dein ganzes Leben aus dem Weg gehen. Ja. Es wird nie etwas Gutes daraus werden. Nein. Nie. Da die Grundlagen sind auf immer zerstört. Ja. Er sollte sich was schämen, finde ich, was er mit dir gemacht hat. Der und wem? Er ist der Beste, er ist der Größte und alle Menschen finden ihn toll, nur ich nicht. Ich war halt frech für eine Türkin zu ihm. Er hat gesagt, ich hätte keinen Anstand, also keinen Respekt vor ihm. Weil ich so frech und deshalb wahrscheinlich jetzt die Anzeige. Ja, aber da hoffe ich, dass du da gut rauskommst, weil man kann dir ja gar nichts nachweisen. Ja. Nicht vorwerfen, das ist ja Kleinkram, dieser eine Brief. Also das hat mich schon so verletzt, weil ich habe so viel durchgemacht und naja, klar. Dann kommt er mit einer Anzeige. So, jetzt musst du was für deine Seele tun. Ja. Vor allen Dingen wegen der Schmerzen, die man dir zugefügt hat aufgrund der Abtreibung. Ja. Wie, was du machen kannst, werden wir dich jetzt gerne im Hintergrund beraten. Mhm. Ja, Eileen? Okay. Dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Danke, Jürgen. Ich wünsche dir alles Liebe von ganzem Herzen. Vielen, vielen Dank. Auf Wiederhören. Okay, tschüss. Tschüss. Unser Thema heißt heute zu Unrecht beschuldigt. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die einer Sache angeklagt sind, beschuldigt werden und aber gar keine Schuld tragen. Also vielleicht sagt man, ihr seid schuld am, wie wir es vorhin am Anfang gehört haben, am Freitod eines Menschen, aber ihr seid gar nicht schuld. Vielleicht sagen die Leute, ihr seid schuld an einem Unfall, aber ihr seid gar nicht schuld. Oder vielleicht sagt man, ihr seid schuld und habt eine Beziehung auseinandergebracht, aber ihr wart es nicht.
Über solche Fälle möchte ich gerne sprechen mit euch, wie ihr damit lebt, ob ihr wirklich empört seid oder ob ihr selbst ein bisschen ein schlechtes Gewissen habt. Wie geht ihr mit solchen Anschuldigungen um? 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Sabine und Sabine ist 40 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo Sabine. Ja, ich werde beschuldigt, dass ich meinen Vater umgebracht habe. Dass du deinen Vater umgebracht hast? Ja, das ist ja schon viele Jahre her, aber es ist gerade erst in den letzten Wochen wieder sehr akut geworden. Wann ist das passiert? Mein Vater ist gestorben, da war ich 14. Also wirklich schon viele Jahre. Sehr lange her. Und warum, wie ist dein Vater umgekommen? Mein Vater ist an Krebs gestorben. Er hat mich also, solange ich denken kann, sexuell missbraucht. Mhm. Und meine Mutter hat das gewusst. Und es gab zwischen meiner Mutter und mir auch immer so diesen Konkurrenzkampf. Also sie hat mir mal vorgenommen, dass ich ihr den Mann wegnehme. Und ja. Das hat sie dem Mädchen gesagt? Ja, das hat sie immer. Und dann habe ich so circa 13 angefangen, mich so auch gegen meinen Vater zu wehren. Also bis dahin war ich irgendwie immer, habe ich einfach viel zu viel Angst gehabt. Ja, und ziemlich parallel zu dem, dass ich angefangen habe, auch Nein zu sagen, ist er halt an Krebs erkrankt. Mhm. Was eine zufällige Parallele war. Kann man so sehen oder so sehen. Auf jeden Fall ist er dann dran gestorben. Mhm. Und relativ schnell? Das ist ein Dreivierteljahr hat das gedauert. Also ja. Wirklich relativ schnell so, ne? Und ich habe dann auch immer von meiner Mutter zu hören gekriegt, also dass er wegen mir krank geworden ist. Weil Krebs würde man kriegen, wenn man zu viel Stress und zu viel Ärger hat und ich wäre halt nicht brav gewesen. Und das heißt, relativ kurz schon nachdem der Vater verstorben war, da warst du 14. Sofort. Bitte? Ja, sofort. Sofort. Ja. Nochmal gesagt, da warst du 14 Jahre alt. Ja. Da sagt deine Mutter zu dir, du bist schuld daran, dass der Vater Krebs bekommen hat. Du bist am Tod schuld des Vaters. Ja. Und vorher, wie hat sie denn dazu gestanden, dass er dich sexuell missbraucht hat? Sie hat weggeguckt oder ist weggegangen. Sie wusste es. Hat mir eigentlich die Schuld in die Schuhe geschoben, so weil... Ich hatte ihm schöne Augen gemacht und also ich hatte auch noch einen Bruder und ich war schon irgendwie, denke ich, ein süßes Mädchen. Mhm. Wie lange hat er das gemacht? Wie viele Jahre? Also ich kann mich nur daran erinnern, von Anfang an. Also ich weiß natürlich nicht, wann es wirklich angefangen hat. Also von klein auf bis zum Ende dann. Ja. Und sie hat weggeschaut. Bitte? Und sie hat weggeschaut? Ja, das heißt, in deiner Erinnerung war klar, dass die das gewusst haben muss. Also sie hat uns erwischt auch dabei. Und es war dann so, dass sie dann auch so abends mal alleine weggegangen ist. Und dann weiß ich auch noch, dass ich mich an sie geklammert habe und gesagt habe, bitte geh mich weg. Und sie hat mich weggeschubst und hat gesagt, du bist alt genug oder so. Und war genau klar, war was passiert. Du bist dann bei der Mutter geblieben, bis du erwachsen warst? Ja, musste ich. Mhm. Das heißt, die Jahre danach waren dann auch, weiß Gott, keine schönen Namen. Also es war danach eigentlich noch viel schlimmer. Ich möchte da nicht so sehr viel zu sagen, aber es war wirklich einfach furchtbar schlimm die nächsten Jahre. Was macht das mit einem jungen Menschen, der gerade in die Pubertät kommt, der erstmal schon so viel hat erleiden müssen durch den Missbrauch und dann wirft die Mutter auch noch vor, du bist schuld am Tod des Vaters. Ja, das war ganz fatal, weil es war ja dann auch die Zeit, wo ich konfirmiert wurde. Und wir sind zwar nicht so sonderlich gläubig groß geworden, aber irgendwie halt so diese standardmäßige. Und ich weiß noch, dass mein Vater ist 4 Wochen vor der Konfirmation gestorben. Und ich weiß noch, dass ich panische Angst davor hatte, in diese Kirche zu gehen und gesegnet zu werden. Ich war hundertprozentig davon überzeugt, dass in dem Moment, wo der Pastor die Hand auf mich legt, ich irgendwie, durch einen Blitz vom Altar oder so irgendwie getötet werde oder sowas. Also, dass der liebe Gott das überhaupt nicht zulassen kann, dass ich da jetzt konfirmiert werde. Weil du dir selbst die Schuld auch so eingeredet hast? Ja. Wie lange hast du geglaubt, dass du schuld bist? Ach, so zwiegespalten. So mein Kopf weiß schon, dass ich keine Schuld habe, aber so vom Gefühl her. Erst vor ein paar Wochen ich habe dann irgendwie viele Jahre den Kontakt zu meiner Mutter abgebrochen, nachdem ich dann mal weg war.
und habe dann jetzt vor einigen Jahren so ganz langsam wieder angefangen, den Kontakt aufzubauen. Sie lebt noch. Ja, ja, und habe dann auch erstmal so gar nicht mit ihr über diese Themen geredet, sondern habe einfach nur versucht, sie zu verstehen und sie da zu sein. Und was ist, weiß gar nicht. Wie ist denn das Verhältnis heute? Ja, jetzt ist es wieder kaputt, weil es war, sie ist dann 70 geworden, ich war zu ihrem 70. Geburtstag da und habe ihr geholfen, so diese Feier auszurichten und habe da dann ein paar Tage bei ihr und habe dann versucht, also ich hatte ihr ein Buch gemacht über ihr Leben, so, hatte vorher schon viele Leute angeschrieben und nach Fotos gefragt und so und hatte gehofft, mit ihr ins Gespräch zu kommen und habe sie dann nochmal drauf, also habe dann versucht, mit ihr drüber zu reden, ganz nüchtern mit ihr zu reden. Sie hat das total abgeblockt und wollte davon nichts wissen und es war so wie früher. Ist ja erstaunlich, dass du nach all dem, was deine Mutter dir angetan hast, dann doch noch mal so nett warst zu ihr oder versucht. Ich will verstehen. Ich will verstehen, warum das alles so passiert ist. Meine Mutter ist die Einzige, die mir helfen kann zu verstehen. Heute bist du 40 Jahre alt, das ist eine lange Zeit. Ja. Gibt es heute immer noch so irgendwie verschwommen, so ein Schuldgefühl? Oder bist du dir heute mit dir im Reinen? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht mehr? Wie viele Jahre hat das gedauert, ehe das weg war? Nee, es ist nicht weg. Ach, es ist nicht weg? Nee. Ich hab's nicht verstanden gerade. Nee. Es ist heute noch da? Ja, es ist heute noch da. Da sieht man mal, also welche... Es sind auch hinterher noch viele andere Sachen passiert, wo ich immer das Gefühl hatte, ja, ich habe mich nie genug gewehrt, ich hätte früher Hilfe holen müssen, ich hätte dies und das jenes machen müssen. Wahrscheinlich denkst du auch noch, dass du schuld bist, dass dein Vater dich sexuell missbraucht hat. Ja, weil meine Mutter mal sagt, ich wäre halt so ein süßes Kind gewesen und ich hätte ihn verführt. Ich hätte ihn halt dazu animiert und so. Und meine Mutter leidet ja auch nach so vielen Jahren immer noch unter dem Tod ihres Mannes. Also Ich muss mal eben zwischendurch sagen, ich bin so empört über deine Mutter. Ich finde, das ist so böse, was sie getan hat mit dir. So bösartig, dass sie einem Kind so etwas antut, dass sie einem Kind überhaupt so einen Satz wagt zu sagen. Also ich habe eine einzige Tante, sonst ist die ganze Familie gegen mich, aber eine einzige Tante, die zu mir steht. Und mit der habe ich mal versucht, so die Kindheit meines Vaters und meiner Mutter so kennenzulernen. Ich verstehe, weil ich wissen will, warum sind diese Menschen so geworden? Und vielleicht kann ich ein bisschen verstehen mit Kriegszeit und weiß ich was alles, was sie erlebt haben. Es mag ja sein, dass auch deine Mutter und dein Vater auch ein schweres Schicksal erlitten haben. Dennoch spricht sie das nicht frei von der Schuld und von den Taten, die sie dir angetan haben. Auch andere Menschen haben schwere Dinge erlitten und haben so etwas nicht getan, was man dir angetan hat. Als dein Vater dann gestorben ist, damals, als du 14 warst, war da zumindest auch so ein, vielleicht so ein Funke Erleichterung, dass du jetzt dein... Nee, es ging ja dann noch viel schlimmer weiter. Also es ist ja so, dass mein Vater mich auch an Arbeitskollegen gegeben hat und solange mein Vater gelebt hat, hat er wenigstens aufgepasst, dass es nicht so schlimm wurde. Ach, das ging weiter mit dem Missbrauch danach? Ging weiter, weil meine Mutter dann auch diesen anderen Männern erlaubt hat, mit mir machen zu können. Sabine, was ist das für ein Teufel, deine Mutter? Wurde es eigentlich noch viel schlimmer und dann habe ich gedacht, ich bin schuld, weil ich meinen Vater krank gemacht habe und er gestorben ist und nicht mehr auf mich aufpassen konnte. Solange mein Vater gelebt hat, hat er irgendwie noch aufgepasst, dass es nicht so schlimm wurde. Wie viele Jahre ging denn das Martyrium dann noch? Ach, das ging, bis ich 25 war. Und dann habe ich geheiratet, dann konnte ich mich wehren. Also mit der Hilfe von meinem Mann dann so. Wer weiß denn alles von dieser schlimmen Zeit? Also es wissen mittlerweile einige, weil ich vom Opferentschädigungsgesetz auch anerkannt bin. Und weil du was? Also ich habe mir eine Anwältin genommen und habe dann über das Versorgungsamt, ich bin nach dem Opferentschädigungsgesetz, bin ich anerkannt. Das heißt, was bedeutet das? Dass es offiziell bekannt ist. Nur, also es ist nur, meine Mutter weiß gar nicht, dass ich offiziell anerkannt bin. Meine Mutter ist heute noch überall rum, ich würde nur lügen und mir alles ausdenken und
Ich finde es unglaublich. Weißt du, auch wenn die Frau 70 Jahre alt ist, habe ich da überhaupt gar keine Skrupel, diese Frau massiv, hätte ich Skrupel, die anzugreifen. Weil sie trägt eine so große Schuld. Das ist ja hochkriminell, was sie gemacht hat. Ich wollte mit ihr reden. Ich habe irgendwie, ich habe bestimmt die letzten 2 Jahre darum gekämpft, dass sie erstmal merkt, dass ich nett zu ihr bin. Ich habe jetzt die Gelegenheit, ich wollte unbedingt, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin nur drauf, oder ich bettel da drum. Das ist nicht der richtige Weg. Sobald du anfängst, irgendetwas wirklich Handfestes von ihr erfahren zu wollen, wird die blockt sie total ab. Völlig ablocken, genau, ja. Sie will einfach sich damit nicht auseinandersetzen. Hm. Ihr Mann, der steht auf dem Sockel, und der ist ihr Heiligtum, und sie hat jetzt das Grab verlängern lassen, weil sie, wenn sie stirbt, unbedingt 20 Jahre noch neben ihm beerdigt werden will. Und so Sachen, das ist... Jetzt ist aber, so wie ich es gerade verstanden habe, der Kontakt wieder ganz kaputt. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen nochmal, also wie gesagt, noch gar nicht so lange her, im März hatte sie Geburtstag, ich habe dann jetzt nochmal einen Brief geschrieben, habe ihr geschrieben, also dass ich das so nicht kann und dass ich nur einen Kontakt zu ihr aufrechterhalten kann, wenn sie mit mir drüber redet. Und ich habe nie wieder eine Antwort gekriegt. Also im Prinzip hat sie den Kontakt abgebrochen. Schlimme Geschichte, Sabine. Wirklich. Hast du dich, diese Frage liegt ja auch in deinem Fall sehr nah, hast du dich in den Jahren mal betreuen lassen, seelisch, psychologisch? Ja, ich habe Therapie gemacht, nur jeder Therapeut scheitert an der Schuldfrage. Ich fühle mich für alles unendlich schuldig. Ich komme da nicht von los, auch wenn ich weiß vom Kopf her, ich habe keine Schuld. Aber eigentlich müsste man das von einem guten Therapeuten erwarten, dass er genau mit so einer Problematik umgehen kann und jemandem wie dir eben dabei hilft, diese Schuld zu verlieren. Ja, sie sagen immer nur, sie wissen doch, dass sie keine Schuld haben. Ja, aber das ist ja nicht, das reicht. Genau. Ja, genau. Die Ratio hilft da ja nicht aus. Du musst es fühlen. Das ist es. Ich biete dir, auch wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast mit Psychologen oder unbefriedigende Erfahrungen mit Psychologen, dennoch ein Gespräch mit meiner Psychologin. Nee, nicht wirklich. Möchtest du nicht? Ich bin mit einem Psychotherapeuten verheiratet. Ach so. Ja, dann bist du ja bestens versorgt. Ja, eigentlich schon. Also ich habe schon Menschen, die versuchen mir zu helfen, aber ich komme an dem Punkt trotz alledem nicht weiter. Ja, Sabine, dann kann ich dir nur noch wünschen, dass vielleicht irgendwie sich mal ein Türchen auftut, dass du vielleicht irgendeinen Menschen triffst oder auf einen Fachmenschen triffst, der dir weiterhelfen kann. Und dass du diese Schuldgefühle verlierst und nicht die nächsten 40 Jahre damit leben musst. Ja, das wäre gut. Ja. Würde ich mir wünschen, ja. Ich wünsche es dir auch von Herzen, Sabine, wirklich. Ja, danke. Alles Gute und auf Wiederhören. Okay, danke. Tschüss. Und weiter geht's mit der Rebecca zu unserem Thema Ich soll schuld sein. Hallo Rebecca. Hallo. Hallo Rebecca. Du bist wie alt? 20. 20. Was wirft man dir denn vor? Ja, mein Ex-Freund will sich das Leben nehmen und gibt mir die Schuld. Er will sich das Leben nehmen? Ja. Das heißt, er droht das an und erpresst dich quasi damit? Genau. Er ist dein Ex-Freund? Ja. Wie lange wart ihr zusammen? 2 Jahre. Und seit wann seid ihr nun getrennt? 4 Monate jetzt. Erzähl mal, wie es zu der Trennung kam. Ja, also es fing schon Weihnachten an. Ich durfte nicht mit meiner Familie feiern, sondern nur mit seiner Familie. Warum? Ja, weil ich hätte ja was mit einem anderen Jungen anfangen können. Er wollte mich für sich ganz alleine haben. Es wurde immer schlimmer. Und ja, das habe ich dann halt auch gemacht. Ich dachte, naja, dann feierst du halt dieses Jahr Weihnachten mal mit seinen Eltern. Und habe mir dann gedacht, naja, Silvester feiern wir dann halt mit meinen Eltern. Und das durfte ich auch nicht. Ich durfte hinterher kein Handy mehr haben, durfte nicht mehr ins Internet. Ja, und dann habe ich dann halt Ende Januar den Strich gezogen und habe gesagt, du, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr. Also er war völlig hysterisch und es wurde immer schlimmer, dass er dich eingeengt hat und eifersüchtig wurde und so weiter. Ja, er kam zur Arbeit, hat sich vor den Laden hingesetzt und hat geguckt, wer mich dort anspricht. Er kam zu deiner Arbeitsstelle? Genau. Was arbeitest du? Ich habe als Verkäuferin gearbeitet, wurde daraufhin aber gekündigt. Er
hat sich da hingesetzt und hat aufgepasst, wer mit wem du beruflich genau. Kontakt hast. Der hat alles beobachtet. Und du bist deshalb sogar rausgeflogen? Ja. Ist das im Laufe der 2 Jahre immer schlimmer geworden? Es wurde von heute auf morgen eigentlich erst so schlimm. Ach, am Anfang war es nicht so? Nein, überhaupt nicht. Ich durfte was mit meinen Freunden machen, zumal wir auch den gleichen Freundeskreis hatten. Wie lange wart ihr denn zusammen, als es dann so schlimm wurde? 1,5 Jahre. Kannst du dir das erklären, wie dass der plötzlich so umgeschwenkt ist? Wir waren mit Freunden zusammen zelten. Und ja, und dann sind die Jungs für sich gegangen und die Mädchen für sich gegangen. Und ich weiß nicht, was die anderen erzählt haben oder so. Auf jeden Fall sind wir am anderen Tag abgereist, weil er es so wollte. Und hatten auch nichts gesagt, was vorgefallen sein soll. Und ja, seit dem Tag ging das so. Nie eine wirkliche Erklärung bekommen von ihm? Nein, nie. So, dann hast du gesagt, jetzt habe ich die Faxen dick, es reicht mir. Genau, ich konnte nicht mehr. Und hast Schluss gemacht. Ja. Wie hat er darauf reagiert? Im ersten Moment hat er gesagt, ist okay, ist meine Schuld, okay, verstehe ich. Ich bin dann nach Hause gefahren und 2 Stunden später klingelte dann mein Telefon und dann hat er mir alles vorgeworfen, dass ich ihn ja nicht lieben würde, ihn nur verarscht hätte, auf gut Deutsch gesagt. Ja, und von dem Tag an kam dann auch die Drohung, ja, ich nehme mir dann das Leben, ich springe aus dem Fenster. Ja. Er schickte mir E-Mails mit Leuten, die einen Strick um den Hals hatten. Das geht jetzt seit 4 Monaten so? Ja. Es hörte sogar 3 Wochen, 4 Wochen auf und dann fing das wieder an. Wir haben uns dann wieder gesehen, weil ich dachte, wir haben den gleichen Freundeskreis, es hat jemand Geburtstag, ich gehe da jetzt hin. Er hat mich gesehen und am nächsten Tag fing das wieder an. Immer dieselben Sachen, dass er androht, sich umzubringen. Genau. Ich habe dann auch Kontakt mit seinen Eltern natürlich aufgenommen und mit der Schwester, mit der ich mich super verstehe. Ja, und die sagen dann immer, ach, nein, das hört jetzt wieder auf. Und wie schätzt du ihn so ein? Oder wie reagierst du darauf? Erstmal gefragt. Ich war beim ersten Mal richtig geschockt. Ich bin zu ihm nach Hause gefahren. Ich habe zu ihm gesagt, nein, wieso? Was denn jetzt? Wir kennen uns seit so vielen Jahren und nur weil wir jetzt nicht mehr zusammen sind? Ja. So, und jetzt die ganzen 4 Monate, wenn da so viele Mails kommen und mit solchen Bildern auch noch von erhängten Menschen oder so, reagierst du irgendwie oder machst du gar nichts mehr? Ich habe die Eltern wieder darauf angesprochen, weil es eine Zeit lang wieder schlimmer wurde und die haben dann gesagt, ja, wir reden mit ihm und dann haben die auch einen Psychiater eingeschaltet und ja, er tut sich ja bei den anderen Leuten so gutzügig und bei mir fängt er dann wieder so an. Das heißt, er belästigt dich wirklich? Ja. Und macht dir das Leben zur Hölle? Ja. Das ist Psychoterror fast schon? Ich finde es schlimm. Ich kann nicht mehr schlafen. Wenn mein Handy losgeht und die Schwester ruft an, habe ich immer das Gefühl, die sagt mir jetzt, der hat sich das Leben genommen. Also ich finde es ganz perfide, was er da macht. Es ist ganz die unterste Schublade. Da gibt es eigentlich gar kein Wort für. Es ist schäbig und arm und feige und weiß ich was alles. So geht man nicht, dass einer, auch wenn man eine Beziehung verloren hat und man sehr unglücklich darüber ist. Ich würde dir raten, all diese Sachen zu sammeln. Wenn das schlimmer wird, dann solltest du den anzeigen, wegen Stalking, wegen Belästigung. Und da brauchst du Material in der Hand. Das ist das eine. Das andere aber ist natürlich deine psychische Belastung, dass du real Angst hast. Der macht das wirklich. Ne? Ja. Wie schätzt du den ein? Würde der es machen oder ist das nur Bluff? Ich habe am Anfang wirklich gedacht, er macht es. Ich habe wirklich alle Leute verrückt gemacht, habe gesagt, passt auf. Und deswegen wurde ja auch der Psychiater eingeschaltet. Aber ich denke nicht mehr, dass er es macht. Ich meine, könnte ich mir auch vorstellen. Wenn dann vielleicht, wenn überhaupt dann im Affekt, in der ersten, ganz am Anfang, aber jetzt hat er sich schon so viel damit beschäftigt. Vielleicht ist das einfach nur eine Bosheit, dass der dich quälen will. Und du, es ist gut, dass du die Familie benachrichtigt hast. Die Familie hat einen Psychiater benachrichtigt. Das ist alles schon mal gut. Du hast dich komplett richtig verhalten. Ich würde an deiner Stelle diese ganzen Sachen sammeln, wie er dich jetzt noch belästigt. Ich würde überhaupt nicht darauf reagieren. Überhaupt nicht. Und wenn es dir zu viel wird, dann zeigst du ihn ein. Ist ein harter Schritt, ich weiß. Ja, weil wir waren auch so lange Freunde. Und ist ein harter Schritt, aber er macht ja alles kaputt. Ist schwer. Es
ist. Ich könnte mir vorstellen, dass du jeden Tag daran denkst. Ja. Ja, und wie gesagt, wenn du das Handy hörst oder wenn eine SMS kommt oder irgendwas, dass du dann schon wieder Angst hast, hat das damit irgendwie was zu tun? Ja, am Anfang konnte ich selber auch nicht ans Handy gehen. Da sind dann fremde Leute ans Handy gegangen, weil ich dachte, jetzt ist es soweit. Mhm. Schickt er dir auch permanent SMS mit solchen Sachen? Nee, SMS gar nicht mehr, weil ich jetzt zum 6. Mal meine Handynummer gewechselt habe. Ja. Aber es kommen immer noch E-Mails oder Briefe nach Hause. Briefe auch? Ja. Mhm. Hast du alles aufbewahrt? Ja. Ja, gut. Mhm. Du hast gesagt, ihr habt einen gemeinsamen Freundeskreis. Ja. Ihr sprecht doch wahrscheinlich dann im Freundeskreis auch darüber. Was sagen die anderen Freunde? Am Anfang haben die noch zu mir gestanden. Aber weil er halt bei den Leuten ganz anders ist, glauben sie mir jetzt schon gar nicht mehr. Zeig denen doch mal so einen Brief. Ja, die sagen dann immer, du kennst ihn, das ist doof, Spinnerei, spiel dich doch nicht so hoch. Das ist ja dann zusätzlich bitter, ne? Wenn dann die Freunde ihn quasi in Schutz nehmen mit seinem Verhalten. Ja. Ich habe eigentlich nur noch seine Schwester, die zu mir hält. Was ja erstaunlich ist, ne? Das ist seine Schwester. Die wirklich sagt, das ist schon übertrieben, aber so der Freundeskreis, der hält mittlerweile schon zu ihm. Ja, das würde ja für dich auch, sollte für dich ja auch bedeuten, dass du von den Leuten so Abstand nimmst. Ja, so langsam. So langsam, und dass du dir versuchst, andere Leute aufzubauen. Weil das bringt ja auch gar nichts. Du bist ja auch mal konfrontiert mit ihm oder musst Angst haben, dass die irgendwas erzählen oder dass du ihm über den Weg läufst oder ja. Oder so Sachen halt. Jedes Mal, wenn wir uns sehen, es wird wieder schlimmer. Wohnt ihr denn auch sehr nah beieinander? Nein, Gott sei Dank nicht. Wie viele Kilometer auseinander? 25 Kilometer. Oh, das ist doch gut. Das ist schon mal gut. Also da läuft man sich nicht so schnell mal auf der Straße über den Weg oder so. Also, Rebecca, ich würde, wie gesagt, erstmal die Sachen sammeln und abwarten. Ja. Und wie gesagt, wenn es dir einfach, wenn es nicht mehr aushältst, dann zeig ihn an. Okay. Ist dein gutes Recht. Wirklich. Ist halt nur so schwer. Das ist so komisch. Ja, klar. Verstehe ich. Würde ich wahrscheinlich auch sehr lange zögern. Aber es gibt irgendeinen Punkt, wo es dann nicht mehr geht. Aber vielleicht beruhigt es sich auch. Du hast ja gesagt, es hat sich ja schon mal beruhigt, mehrere Wochen. Ja. Vielleicht geht es ja dann doch jetzt allmählich wieder zurück und er kapiert, dass er sich auch nur klein macht damit, mit diesen ganzen Aktionen. Er erreicht damit ja gar nichts. Ja, ich melde mich auch gar nicht mehr bei ihm. Früher habe ich ihn auf E-Mails geantwortet, aber jetzt gar nichts mehr. Das meinte ich ja gerade auch. Du solltest nichts mehr tun. Absolut schweigen, absolut. Rebecca, in diesem Sinne hoffe ich, dass die Sache sich vielleicht dann doch irgendwie von alleine erledigt und er zur Ruhe kommt, für ihn auch und dann natürlich auch, dass du zur Ruhe kommst. Alles Liebe wünsche ich dir. Dankeschön. Alles Gute, auf Wiederhören. Wiederhören. Michael ist hier. Michael ist 41. Hallo Michael. Ja, hallo Domian. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Zu Unrecht beschuldigt. Ja, ich werde also von meiner Frau beschuldigt, dass unsere Ehe ja so mehr oder weniger den Bach runtergeht und dass alles kaputt geht. Ich bin, wie gesagt, 41 Jahre alt und meine Frau ist 4 Jahre jünger. Und wie lange verheiratet? Wir sind jetzt im 4. Jahr verheiratet. Noch nicht so lange? Noch nicht so lange. Wir haben aber einen 2-jährigen Sohn und ich bin im Erziehungsurlaub. Das war also von Anfang an, er war eigentlich besprochen. Wir hatten mal drüber gesprochen. Und dann führte einfach die Situation dazu. Ich bin arbeitslos geworden und hatte dann einige Vorstellungsgespräche. Und mein Gehalt lag aber dann bei den Vorstellungsgesprächen einfach 500 Euro netto unter dem Einkommen meiner Frau. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das so. Weil was sind denn jetzt konkret Ihre Vorwürfe? Inwiefern bist du schuld, dass die Ehe nicht funktioniert? Was funktioniert denn nicht an der Ehe? Also momentan oder seit mehr als einem Jahr funktioniert gar nichts. Ich kann also machen und tun, was ich will. Es ist alles verkehrt. Wir haben keine gemeinsame Übereinstimmung, was die Kindererziehung betrifft. Gibt es mehrere Kinder? Nee, einen. Ein. Also die Erziehung von unserem Sohn. Ich muss da ehrlich sagen, ich bin da so ein bisschen, ja, nicht pingeliger, aber man wirft mir immer vor, ich wäre so ein Erstenzähler oder
im Amtsdeutsch heißt das ein pedantischer Regelverfechter. So. Das hat man mir mal vorgeworfen. Mir ist auch schon die Hand ausgerutscht und... Gegenüber ihr oder dem Kind? Nein, gegen ihr. Ja, ah, ja. Gegen meine Frau. Mhm. Ich bin da nicht stolz drauf. Das ist aber passiert. Das ist also wirklich aus Provokation entstanden. Meine Frau hat dann auch im ersten Mal, das ist im Mai vorigen Jahres gewesen, die Polizei gerufen und ich musste sofort 10 Tage raus, ne? Du musstest 10 Tage raus. Ja, sofort. Mhm. Also in der Regel ist der Mann immer der Aggressor für die Beamten. Mhm. Wie viel Mal ist das denn nun passiert, dass du geschlagen hast? Zweimal. Also einmal im Mai vorigen Jahres. Und du sagst, das hat sich dann immer so hochgeschaukelt? Es hat sich hochgeschaukelt, ja. Da hat sie mir am Abend unterstellt, ich würde unseren Sohn vergiften wollen. Und da habe ich nur zu ihr gesagt, ich sage, jetzt hättest du mich besser erschießen oder erstechen oder sonst was machen können. Aber ich sage, nicht das sagen, weil wir beide lieben unseren Sohn über alles. Mhm. Also ich bin ja jetzt immer schon ein älterer Papa. Mhm. Und ich bin also wirklich mächtig stolz auf unseren Sohn, weil er wirklich ein tolles Kerlchen ist. Der hat leider Epilepsie, was nicht schlimm ist, weil er medikamentös eingestellt ist. Ja. Ja. Wieso hat sie gesagt, du willst ihn vergiften? Mit was? Warum? Sie konnte danach nicht sagen. Ich habe eine Flasche, sie hat gesagt, machst du eine Flasche fertig? Da habe ich eine Flasche fertig gemacht, da hat sie gesagt, hast du da was reingetan? Ich sage, was soll ich da reintun? Und da sagt sie, ja, bei dir weiß man ja nicht. Ich sage, willst du damit sagen, ich will den vergiften wollen? Ja, da weiß man ja nicht bei dir. Hm. Und ich habe das war wirklich so. Also da hat sich das hochgeschaukelt? Da hat sich der Arm natürlich hochgeschaukelt. Und, ja. Das hat sich in diesem Fall hochgeschaukelt durch ihre Beschuldigung, dass du den Kleinen vergiften würdest wollen. Und beim anderen, bei dem anderen Mal, als du sie geschlagen hast, was war da vorgefallen? Das ist dann im Dezember vorigen Jahres gewesen. Das Martyrium ist das ganze Jahr wirklich durch weitergegangen. Und da habe ich wirklich, sie hat nach mir getreten. Ich habe 2 Sekunden wirklich einen Blackout gehabt. Ich habe wirklich das ganze Jahr durchgehalten. Mhm. Sie hat zum Beispiel unser gemeinsames Konto aufgelöst. Ich kriege seit Mai vorigen Jahres, lebe ich wirklich nur noch, was sie mir entweder gibt oder was ich mir selber organisiere. Ich arbeite so ein bisschen nebenbei, am Wochenende oder so. Ich repariere Motorräder und davon lebe ich. Ne? Oder habe schon viele Sachen von mir verkauft. Gibt es auch mal entspannte Minuten in eurer Familie? Ja, es gab auch... zwischendurch immer wieder so Phasen, wo es total entspannt war und super schön war. Wir hatten mal, das war so eine klassische Situation, ich esse gerne Pilzen und zu der Pilzzeit sagte sie, komm, wir gehen Pilze suchen. Weil sie mag keine Pilze. Ne? War ich total verdattert und dann sind wir mit unserem Sohn auf so einem Waldweg gewesen und da habe ich sie angeguckt und dann habe ich gesagt, jetzt bist du wieder die Christine, wie du immer warst. Ne? Du siehst jetzt ganz anders aus. Sie sah auf einmal total entspannt aus, total glücklich, zufrieden. Mhm. Aber das hat nicht lange angehalten. Das hat leider nicht lange angehalten. Ne? Ja, also es gab, wenn du jetzt mal, nehmen wir mal die letzten 2 Jahre zurückschaust, mehr schlimme Zeiten, viel mehr schlimme Zeiten als gute Zeiten. Ja, auf jeden Fall. Also die guten Zeiten sind die wir mit unserem, die ich mit unserem Sohn habe, wir auch. Aber wie gesagt, wir haben da auch keinen gemeinsamen Konsens. Weil ich bin, glaube ich, nur noch momentan der Feind. Ich bin der absolute Feind. Aber wie du das schilderst, Michael, scheint wirklich diese Ehe völlig kaputt zu sein, völlig zerrüttet zu sein. Ja, und das ist das Problem, was ich also wirklich auch momentan habe. Bei mir, ich weiß es eigentlich, es muss jetzt eine Trennung stattfinden, wir leben noch zusammen. Also entweder eine Trennung oder wenn ihr beide dazu bereit wäret, wäre natürlich so eine Eheberatung nicht das Schlechteste. Ja, haben wir schon versucht. Dann hat meine Frau sich hingesetzt und hat, nicht wahrheitsgemäße Geschichten erzählt. Ich will jetzt nicht sagen, dass er gelogen hat, aber so eine Tatsachenverdrehung, um eben so eine Effekthascherei. Ne? Das heißt, für dich ist eigentlich klar, dass du raus musst aus der Ehe. Ja, aber es macht bei mir nicht Klick. Ne? Ich war, also die Hoffnung stirbt da wirklich zuletzt. Ich warte wirklich noch jeden Tag darauf, dass sich da irgendwas ändert. Ich schlafe also momentan, also ich habe eine Zeit lang im Zelt bei uns im Garten geschlafen, um einfach dem Ärger, dem permanenten Ärger aus dem Weg zu gehen. Du musst natürlich bedenken, dass sich diese permanent schlechte Stimmung auch natürlich auf das Kind überträgt. Das ist das Problem. Und diese Situation, die macht mich aggressiv. Mhm. Ja, und diese Situation musst du bist der erwachsene Mensch. Du musst irgendwann eine Entscheidung treffen und sagen, es ist besser, dass wir auseinandergehen und uns einigen, dass wir das Kind beide betreuen, aber wir gehen auseinander. Ja, aber... Und,
Und wenn du das alleine nicht schaffst, würde ich dir wirklich raten, dass du alleine dich beraten lässt von einem Eheberater, wenn sie nicht mitkommt. Dass du zumindest mal einen permanenten Gesprächspartner hast für eine Weile, wie du vorgehen sollst. Ja. So wie wir uns jetzt hier einige Minuten unterhalten, dass du dann wirklich intensiv mit jemandem sprechen kannst. Ja, ich bin also in therapeutischer Behandlung. Da war ich aber vorher schon, weil ich hatte Depressionen, die haben wir aber irgendwann eruiert mit meiner Therapeutin. Mhm. Das resultierte also aus dem Verhältnis zu meiner Mutter. Mhm. Meine Mutter hat mir immer Schuldgefühle gemacht. Ich bin mit blauen Augen nach Hause gekommen. Da hat sie nie gefragt, was ist passiert, sondern was hast du jetzt wieder angestellt? Oder eine Beule im Auto, was hast du jetzt wieder gemacht? Ich habe 20 Jahre Eishockey gespielt. Meine Mutter war immer da, einmal in den 20 Jahren. Michael, ich würde mal gerne, dass meine Psychologin dich da noch ein bisschen leitet, wie du das am besten für dich auch regeln kannst und vor allen Dingen auch dann angemessen für dein Kind. Ja. Auch in Anbetracht dessen, dass die Leitung so schlecht ist und die immer so wegknackt, die Leitung, würde ich gerne, dass wir das Gespräch jetzt beenden. Ja. Und wir rufen dich, das heißt meine Psychologin, die Heide, ruft dich gleich nochmal an. Ja. Ja. Alles klar. Alles Liebe, alles Gute, Michael. Ich danke dir, Domi. Auf Wiederhören. Tschüss. Jo. Und hier ist der Patrick. Patrick ist 21 Jahre alt. Guten Morgen, Patrick. Moin. Morgen. Das ist eine klare Leitung. Du hast dich auch dazu gemeldet, dass jemand dich beschuldigt, etwas getan zu haben. Richtig, ja, meine Freundin hat sich vor 4 Wochen umgebracht und mein bester ehemaliger Kumpel beschuldigt mich jetzt halt, dass ich dran schuld bin an dem Tod. Mhm. Vor 4 Wochen hat sie sich das Leben genommen? Richtig. Wie lange wart ihr zusammen? 7 Jahre. 7 Jahre? Richtig. Das ist ja wirklich eine Kinder-Jugendliebe. Das ist richtig. Deine erste Freundin? Nee, nicht meine erste Freundin. Ja gut, aber meine erste richtige Freundin. Ja, na gut, 7 Jahre, du bist jetzt 21, da ist ja schon... Ja. Mhm. Wir waren kurz vorher, hatten uns schon verlobt und wir standen kurz vor der Heirat. Warum hat sie sich umgebracht? Ja, das weiß im Moment nicht so wirklich jeder. Keiner. Niemand? Sie hat nichts hinterlassen? Doch, sie hat einen Abschiedsbrief hinterlassen. An dich? Nee, an die Barbara. Sie war bei ihren Eltern vor 4 Wochen und hat da Urlaub gemacht, weil die aus Süddeutschland kommen. Mhm. Und da war sie dann eines Morgens unten im Keller auf, hat sie sich aufgehangen und da stand dann auch ein Brief, der war an ihre Eltern und an mich gerichtet. Mhm. Und da stand wohl so drin, ich konnte mir den Brief selber nicht durchlesen, weil sonst wäre ich, glaube ich, ich weiß nicht, was passiert wäre, aber es wäre irgendwas passiert. Hat meine sogenannte Schwiegermutter mir den vorgelesen und da dann stand, dass keiner schuld ist von uns dreien, dass sie einfach keine Lust mehr hat zum Leben. Sie weiß auch nicht warum. Also es ging eigentlich nicht, außer hervor aus dem Brief, warum sie sich umgebracht hat. Das heißt, wenn sie keine Lust mehr hat am Leben, das heißt, dass sie eigentlich eine sehr, sehr, sehr schwermütige und depressive Phase gehabt haben muss in den letzten Zeiten. Hast du das bemerkt? Nee, eigentlich nicht, weil ich bin Arbeiter im Rettungsdienst und da bin ich auch nicht immer zu Hause gewesen. Mhm. Aber normalerweise, sie ist eigentlich der fröhlichste Mensch, den ich so in meinem Leben mal kennengelernt habe. Sie war eigentlich nie schlecht drauf. Warum beschuldigt denn dein Ex-Kumpel, dein Ex-Freund dich, dass du schuld daran bist? Ja, das verstehe ich auch nicht. Er war ein Abend hier, das war vor 3 Wochen, also als sie sich umgebracht hat, genau letzte Woche war er hier und er sagte zu mir, du, vielleicht bist du ja auch irgendwie dran schuld und so. Sagst du einfach so? Ja, nein, wir hatten ein Gespräch, also wir haben uns unterhalten und irgendwann kam er dann da raus, also so hat er es angedeutet, meinte dann so, ja, bist du dir sicher, dass du dich dran schuld bist und so. Und hat mir halt das schlechte Gewissen eingeredet und das hat mich natürlich sehr verletzt. Natürlich, natürlich. Was? Aber die in deine... In Anführungszeichen Schwiegermutter, also die Mutter deiner Freundin, macht die dir Vorwürfe? Nee, sie macht mir überhaupt keine Vorwürfe. Nein, weil in dem Brief ja klar drin stand, dass ihr keine Schuld seid. Nee, das stand ja auch nicht drin. Aber was treibt denn diesen Menschen sowas Ungeheuerliches dann zu sagen? Ich glaube, er wollte jahrelang, wollte er schon was von meiner Ex-Freundin. Ach so. Von meiner Freundin. Ach so. Und er ist so ein Typ, den kann man schlecht einschätzen. Das ging zwar schon ziemlich lange, aber ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Jetzt kriege ich ständig SMS von ihm. Ja. Weißt du, ich verstehe, du kriegst ständig SMS von ihm? Ich kriege ständig SMS von ihm, genau. Ach, das war nicht nur eine einmalige Äußerung, sondern das wiederholt sich immer.
richtig. Und das stört mich daran, wenn er es einmal gesagt hätte. Ich verstehe. Patrick, die Sendung ist rum. Wir melden uns bei dir aber gleich.